Sprecher für innere Sicherheit der Freiheitlichen Partei, der Steirer Hannes Amesbauer, macht sich auf den Weg zum Mikrofon. Herzlich willkommen. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Amesbauer. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke den Initiatoren und jedem Einzelnen, der dieses Volksbegehren unterschrieben hat, denn diese Regierung muss weg, besser heute noch als morgen. Diese Regierung ist handlungsunfähig, diese Regierung ist eine Schande für dieses Land, diese Regierung arbeitet nicht für die Menschen, diese Regierung arbeitet nur daran, die eigenen Korruptionsaffären möglichst lange noch aussitzen zu können. Die Parteien, beide Parteien, vor allem die Österreichische Volkspartei, ist am Abgrund und jetzt arbeiten sie bewusst daran, dieses Land mit in den Abgrund zu führen. Man muss sich das mal vorstellen, man hat hier eine Partei im Parlament, die gar nicht gewillt ist, für das Land und für die Menschen zu arbeiten, die nur für die eigenen Taschen arbeiten, die nur Korruption betreiben, die in Wahrheit, ja, jetzt muss ich aufpassen, sonst kriege ich gleich jetzt einen Ordnungsruf, aber das ist eine Partei, die Österreich aus dem Namen streichen sollte, die den Begriff Volk aus dem Namen streichen sollte, eine Partei, für die man sich schämen muss. Eine Parlamentspartei, die das Parlament verachtet. Das muss man sich einmal vorstellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Partei, die 2,5 Jahre lang die Grund- und Freiheitsrechte verwüstet hat, ein totalitäres System etabliert hat und die Menschen geknechtet und unterdrückt und gespalten hat. Das ist die Österreichische Volkspartei. Die Österreichische Volkspartei ist weiters eine Partei, die keine demokratische Legitimität hat. Erklären Sie mir, was Sie berechtigt, noch die Regierung zu stellen. Was erklären Sie mir immer, wurde Karl Nehammer gewählt? Wurde Karl Nehammer gewählt? Von wem wurde denn der Nehammer gewählt? Ja, natürlich, der Bundeskanzler. Bitte grinsen Sie nicht so höhnisch, Herr Gerstl. Ihre Zeit des Grinsens hier innen ist schneller vorbei, als Sie glauben. 20, 30 oder hoffentlich sogar 40 von Ihnen werden weg sein nach der nächsten Wahl. Das wird ein guter Tag für dieses Land sein. Das wird ein Feiertag für alle Patrioten in Österreich, wenn da 20, 30, 40 von euch mal weg sind. So. Was ist zum Schämen? Zum Schämen ist diese Bundesregierung, diese Inkompetente. Sie können es nicht mehr. Mein Benehmen, das passt schon so. Euer Benehmen ist, in die eigene Tasche zu wirtschaften, Postenkorruption zu betreiben, 100.000 Asylwerber ins Land zu lassen und die Menschen in diesem Land finanziell auszubluten und sich gleichzeitig selbst zu bereichen. Und die Argumente, die immer kommen, sagen, sie haben die Legitimation vom Wähler durch die letzte Nationalratswahl. Ja, natürlich wird in Österreich der Bundeskanzler nicht direkt gewählt. Aber wer hat denn kandidiert? Der Sebastian Kurz, der ehemalige Gott sei bei uns, der ÖVP, den Sie am liebsten heilig oder selig gesprochen hätten. Und der hat 37% noch bekommen. Ja? Jetzt liegt sie bei 27% gemeinsam mit eurem grünen, linksradikalen Anhängsel hier in diesem Haus. Ja? So schaut's aus. Also wo ist die Legitimation dieser Partei und dieser Regierung? Und Kanzler Nehammer, das wissen wir auch, ist dem Amt ja gar nicht gewachsen. Er kann es nicht. Und Kanzler Nehammer, und das ist besonders schlimm in dieser Funktion, ist ein Mann, dessen Wort nichts wert ist und dessen Unterschrift nichts zählt. Das hat er ja bewiesen, damals, wie Kurz zurücktreten musste, dass er ja gesagt hat und unterschrieben hat, wenn Sebastian Kurz die Regierung nicht anführt, dann gehört er nicht mehr an. Diesen Leuten kann man nicht glauben. Das gilt für alle Zukunft. Alles, was Nehammer sagt, muss in Zweifel gezogen werden. Also, diese Regierung gehört weg. Sie führt unser Land in einen schlechten und immer schlechteren Zustand. Und jeder Patriot, jeder Österreicher, egal welcher Gesinnung, muss sich schämen und muss schauen, dass die Österreichische Volkspartei aus der Regierungsverantwortung gejagt wird und nicht so schnell hineinkommt wieder. Applaus.